Bidiza ist ein Pokémon mit dem Typ Normal, existiert seit der vierten Spielgeneration und kann sich zu Bidifas weiterentwickeln. Bidiza ist ein kleines Biber-ähnliches Pokémon mit einer dicklichen Körperstruktur, braunem Fell und einer helleren Bauchfärbung. Der Kopf zeichnet sich neben den großen Backentaschen durch zwei große Hasenzähne und eine dunkelbraune Schnauze mit rosa Stupsnase aus. Bidizas vier kleine Beinchen sind ziemlich dick und haben jeweils einen kleinen Fuß mit vier Zehen. Der ziemlich kurze, dicke Schweif weist einen Geschlechtsunterschied auf. Bei den Männern ist er 5, bei Weibchen 3 geteilt. Und die shiny Form von Bidiza ist intensiv gelb gefärbt. In seiner ersten Form, bevor es sich weiterentwickelt, erlernt es hauptsächlich physische Attacken. Einmal Walzer vom Typ Gestein, Tackle vom Typ Normal und Biss vom Typ Unlicht. Weitere Attacken folgen erst bei der Entwicklung durch zu Bidifas. Eine mögliche Fähigkeit ist der Wankelmut. Dadurch ist das Pokémon anfälliger für Statusveränderungen. Und die Veränderung der Statuswerte des Pokémon wirken doppelt so stark wie sonst. Dann kann es die Fähigkeit Unkenntnis haben, wodurch der Wechsel der Statuswerte beim Ziel, also beim gegnerischen Pokémon, ignoriert werden. Und die versteckte Fähigkeit ist Gefühlswippe, das einen Statuswert erhöht und dafür einen anderen Statuswert senkt. Bidiza ist ein friedfertiges und gemächliches Pokémon, das in wasserreichen Gebieten haust. Das Pokémon sucht sich eine Stelle, die es mag, und baut aus Stöckchen große Dämme, in denen es haust. Dass es dadurch Wasser aufstaut, hat einen positiven Effekt für die Umwelt. Sein Baumaterial knabbert Bidiza mit seinen großen und scharfen Schneidezähnen zurecht und sein Lebensraum lässt sich deshalb auch Nagelspuren überall leicht erkennen. Die Zähne wachsen beständig weiter, weshalb es sie an Stein- und Holzstückchen kürzt, wodurch es gerne mit Radfratz verglichen wird. Obwohl es träge wirkt, ist es aktiv und agil, doch es hat Nerven wie Drahtseile und lässt sich daher selten aus der Reserve locken. Dabei ist er der erste Teil der Entwicklungsreihe und entwickelt sich auf Level 15 zu Bidifas, wird um einiges größer und um einiges schwerer. Der Schweif wird größer, der Oberkörper kräftiger und es hat nun zwei Beine und zwei Arme. Es bekommt einen flachen Schwanz und ausgeprägtere Augen und bei der Entwicklung ändern sich die Körpermerkmale so, dass Bidifas mehr wie ein Biber aussieht als ein Hamster, auf welchem Bidiza basiert. Und mit seinem Typen Normal ist es immun gegen Geistattacken, nimmt doppelten Schaden gegen Kampfattacken und der Rest macht normalen Schaden.